Ja, hallo Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Castle Clash. Ein Part macht mir eigentlich nicht viel, es ist fast 4 Uhr morgens. Ja. Wir wollen nicht so viel tun, ich möchte aber meine Glückskisten öffnen. Und ja, es sind Glückskisten, also erwartet nicht zu viel. Wobei, Erwartungen sind schon gut. Ne, Talent ist das. Perfekte Ausbeute, eine Talentkarte, 2 Questkarten sind ziemlich nice, Dungeon-Karte, Monsterpass für das jetzige Event gut, bisschen Futter oder vielleicht sogar verkaufe ich die Essenz für Splitter, ich möchte bald meine Rose-Doppel-Ego machen, die Lava-Insel, die Lava-Insel 4, ich habe jetzt schon mittlerweile, kann ich ja sagen, ich fange an den Rudi-Skin einzutauschen, habe den Rocken und Michael-Skin. Bei beiden einfach überhaupt kein Glück mit den 2 Talenten hier. Rocken hat jetzt mittlerweile ein schwerer Schlag, hat er dann erleuchtet und jetzt ein 3er wiederbeleben. Und Michael hat den 5er tödlicher Treffer. Ist jetzt zahlen und ist da sogar ein 5er, aber ihr wisst ja, was man davon halten kann. Dann können wir noch ein bisschen Gameplay hier zeigen. Zu versuchen zu zeigen, wenn irgendwann kommen würde, wahrscheinlich unwahrscheinliche Ziehzeit. Ja. Ich kann ja auch mal die Pläne erzählen. Hier, den machen wir, machen wir jetzt einfach mal auf 10 Sterne, dann ist der Lava fertig. Genau wie mein Yeti. Die nicht. Die da wird das Doppel-Level wird bald. Ich hätte die Splitter ausgeben, um den Eros 10 von 10 zu machen, dann nicht zu zeigen. Aber das ist, lohnt sich, der Unterschied ist so gigantisch gefühlt. Jetzt setze ich wieder die Splitter neu spannen, weil ich die Ehre noch nicht hatte für die alte hier. Fehlen noch mal einiges an Splitter. Die Ehre habe ich zusammen. Hier gibt es ja auch bald eine Gratis-Ehre und auf die warte ich garantiert, weil das sind nochmal Ehre, die ich mir spare. Ja. Sonst eigentlich, nee, warte, sonst muss ich eigentlich hier einfach Gargoyle noch auf 180, die kommen dann auf 180 straight und so ein Eisdämon habe ich auch noch, der 180 sein sollte theoretisch, aber ich lasse den ehrlich gesagt jetzt mal so, bin zu faul den hochzuziehen, ehrlich gesagt, irgendwie, das heißt zu faul hochzuziehen, ich muss ja bloß sweepen, aber ich habe keine Lust in den reinzusieben, weil das mir meiner Meinung nach nicht lohnt und 9er Skill soll auch haben. Ich lasse den erstmal so, das sieht auf meinem Main auch aus, so hat es auch geklappt. Wenn es nicht klappt, klar mache ich es, die mache ich dann auf, mache ich dann schnell auf dem 8er Skill, so schnell wie es geht. Ich meine, wir wollen erfolgreich Lava 4 farmen, das muss hinhauen. Ich würde sagen, wir verfüttern die Essenz, verkaufen sie nicht. Da muss die Rose leider noch einen Moment warten, aber ja, ich mache jetzt den Michael auf 10 von 10, weil der als Buffer ja halt auch ziemlich reinhaut. Und ja, guck mal, was ich letztens als Starttalent gezogen habe. Ich habe noch ein paar Helden geöffnet mit Starttalenten. Ich habe leider einen 1er auf dem Flat, aber es ist ein 1er. Das ist immer schon mal, ich habe das Talent schon mal gezogen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal auf meinen Main-Account. Da ist nämlich auch noch was passiert und wir sehen uns. Auf meinem Main-Account. Pass auf. Wow. 5 Jahre Castle Clash. Irgendwas liegt so lang. Ich sehe es nur, auch da liegt ein Blatt lang. Ja, ich habe jetzt einen Hintergrund. Es gab ihn zwar nichts, aber man konnte ihn sich heute im Wasser holen. Hier nicht. Man konnte sich. Da finde ich. Ich finde, ICT hat sich damit selber ein Bein gestellt. Die den Hintergrund für 1000 Gems hier anbieten. Da hätten sie meiner Meinung nach den Schneehintergrund nehmen sollen. Oder vielleicht 100 Coupons oder sowas. Weil. Ja, wer kann man sagen? Jeder, der sich den Hintergrund mit diesen Dingern geholt hat, mit diesen Muffins, der wird jetzt richtig rumragen und jeder, der es vorhatte, der wird jetzt merken, ach, ich brauch's ja gar nicht. Das
ist ehrlich gesagt ein bisschen unnötig gewesen. Das 3000 Ding ist aber, solltet ihr trotzdem machen, wenn ihr Free-to-Play seid, die 3000 Gems ausgeben, weil ihr bekommt die 3000 Gems in Form von Talentkarten zurück, plus 5 Essenzen und ihr habt die Chance, irgendwas zu bekommen für die Gems. Oder halt, um überhaupt was zu bekommen. Das ist nicht so. Warum vergeben sie gerade die Heldenkristalle, obwohl noch nicht mal das Event dazu da ist? Hier ihr seht, Helden-Event nicht da. Nichts da. Ich habe auch übrigens so einen Splitter, weil ich habe es geschafft. Mein Arktika ist 10 von 10. Und dann kommen wir zum weiteren. Ich habe jetzt mal die Skins alle reingetan. Wie man sieht, gab es hier die Skins auch dazu. Ach, das Paket gibt es gar nicht mehr. Oh, Glück gehabt, dass ich mich so spät noch geholt habe. Den Paket gab es einfach bloß den Minus-Skin, 50 Scraps. Jetzt habe ich den Minus-Skin, Starttalent, 2 hohe Gewalt. Ist ganz lustig, aber es ist nur 2 Euro. Ich hätte es auf 5 ehrlich gesagt hochgezogen, vielleicht. Hier, da war auch nur Crap-Talent, das habe ich dann Talentkarten gerollt. Das war dann ein 2 am Ende, 2 regenerieren. Finde ich schon mal persönlich nützlicher. Und dann gab es noch Piraten-Skin, den ich leider schon habe, aber. Ich meine, ich kann ihn jetzt aufwerten. Hier bin ich übrigens gerade an der Schöpfung am Sparen. Ich kann mir dann nichts mehr holen, weil mir die Donuts fehlen. Oh Gott, der hat den neuen Helden. Also, der hat den neuen Helden. Glückwunsch an dich, Kollege, aber der hat das nicht ausgehalten. Also, komm, gib mir wenigstens einen Donner. Ich möchte einmal diese Scraps noch holen. Hier, komm. Ach, mir fällt mir auch auf. Ich habe hier auch noch diese Teile. Durch Muffin. Ach, gar. Ich habe hier auch noch Glückskisten. Die holen wir ab. Wo ist denn das Mobilchen-Symbol hingewandert? Ich habe hier auch noch Glückskisten. Die holen wir jetzt aber endlich mal ab. Komm. Wir haben bis 7 gekriegt. Da hatte ich ein bisschen mehr Glück. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr Glück mit der Auswahl. Wie eine 5er Talentbox und so einem schönen neuen Talent. Okay, das war ein Reinfall. So Reinfall war es gar nicht. Ich habe die Monsterpässe-Dinger hier bekommen. Ist ganz gut. Hier bekomme ich vielleicht nur Donut. Nee, ich lasse es dann lieber. Wie seht, ich level gerade auf die Kalypse hoch. Ich mache es auch auf meinem zweiten Account. Ich möchte auf beiden Accounts mal weit kommen, den Weltboss so anzugehen. Ich weiß nicht, ihr wisst ja vielleicht, die Dungeons habe ich durch. Ich habe heute auch nochmal von einem ersten Plan, den Dungeons auch noch gut gemacht hat und heute geschafft hat. Glückwunsch nochmal dazu. Ein Team erhalten, wie man den da drei wie den drei Flammen geschafft hat, aber ich habe es nicht geschafft. Das waren 900 Gems, die ich ausgegeben habe. Was ist das tatsächlich? Jemand online? Ist hier noch jemand online? Nee. Ja, ich habe die Dungeons schon durch. AG will noch nicht so recht, da möchte ich aber erst auf eine Hüterin oder Sasquatch Athene irgendwas einfach warten, aber. Also, ich werde euch in einem Jahr zeigen, wie ich AG in First Try schaffe bei fünffacher Evolution. Weil, hier bekomme ich die halt nicht. Übrigens nochmal dazu, dann machen wir gleich, dann kann ich gleich nochmal einen neuen Talk machen oder in einem anderen Video. Ja, und was hat es hier noch zu tun? Hier mache ich einfach, wann ich Lust habe, also wann ich Lust habe, Quests habe. Ich mache jeden Tag die Quest. Gildenkrieg, ich level meine Helden hoch. Hier bin gerade einfach noch am Ronin hochleveln. Also ich level jetzt die Kalle hoch, aber davor war es der Ronin. Der kommt als nächstes hier auf Doppel-Evo mal, für den GK ein bisschen besser. Ich habe eine Kopie, die sollte ich nutzen. Deswegen spare ich jetzt mal ein bisschen Splitter. Dann habe ich hier nichts anderes zu tun. Deswegen dachte ich mir, ich habe hier einen Decalypso, ich habe hier einen Beastmeister, beides gut talentiert auf ihm, eigentlich sogar perfekte. Warum leveln wir die zwei nicht hoch? Ich sollte es eigentlich gleichzeitig. Ich komme, tun sie einfach mal beide ins Weakpoint rein. Die kommen gleichzeitig doppelt, die kommen gleichzeitig Evo und Doppel-Evo. Warum habe ich viel gespielt? Ich muss damit aufhören. Ja, das Problem ist jetzt, ich habe diesen Vergnügungspark-Hintergrund, Kupor, und ich kann ihn für nichts einsetzen, außer ihn zu verkaufen. Und
Dafür ist mir schon wieder zu schade. Ich würde sagen, das ist ein Item, das wird genauso wie der hier noch in meinem Lagerhaus rumschimmeln und bleiben. Ich weiß nicht, der kostet, hat am Anfang 40 Euro gekostet und jetzt gab es ihn ganz schnell. Ja, ich laber schon wieder viel zu viel drumherum. Ich würde sagen, ich beende das Video, mache gleich vielleicht nochmal ein weiteres, wo ich hier die Modi durchmache und einmal ein bisschen über das, über ein bestimmtes Thema rede, was übertippt man hier. Da war es doch gerade da. Hier kann man hier was machen. Ja, das mache ich aber, glaube ich, nicht im Video, das dauert zu lang. Ist das das Team, was ich nutze? Kann ich mir da alles upgraden? Nee, nicht wirklich. Ja, ich würde sagen, das war's in dem Video. Ich werde gleich ein zweites Video machen, wie gesagt, über ein bestimmtes Thema, was mich einfach nur besorgt und wortwörtlich einfach nur total aufregt. Und dann würde ich sagen, bis gleich.